Ich zeige dir in diesem Video den Vocal-Oktav-Trick, eine einfache Technik, mit der du deine Lead-Vocals in bestimmten Songparts spannender machen kannst. Geht gleich los. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Die Lead-Vocals spielen in den meisten modernen Musikproduktionen die absolute Hauptrolle und deswegen solltest du auch immer ein besonderes Augenmerk auf sie legen. Insbesondere wichtig ist hier die Arbeit mit dem Equalizer, denn dabei kannst du viel falsch, aber auch viel richtig machen. Ganz kurz zu Beginn, bevor wir loslegen, falls du dich unsicher fühlst bei den Einstellungen, bei den EQ-Einstellungen für deine Lead-Vocals, falls das immer nicht richtig hinhaut, dann empfehle ich dir unbedingt mein PDF Vocal EQ. Da zeige ich dir, wie du in 5 einfachen Schritten den EQ für deine Lead-Vocals perfekt einstellen kannst. Das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir das runterladen. Unbedingt empfehlenswert, hat schon vielen Leuten weitergeholfen. Und jetzt geht's los, wir hören erstmal in dieses Beispiel hier rein. Du hörst jetzt, dieser Part hier in diesem Funkrock-Song klingt ganz gut, dieses Interlude, dieses Zwischenspiel hier, aber es ist ein bisschen leer irgendwie, wenn er hier singt. Besonders im zweiten Part fehlt irgendwie ein Element, um die Sache ein bisschen spannender zu machen. Und das probieren wir jetzt mit dem Vocal-Oktav-Trick. Damit können wir sozusagen eine Fake-Backing-Vocals oder Fake-Zweite-Stimme generieren, um hier ein bisschen mehr Fülle reinzubringen. Ich gehe jetzt in den einzelnen Schritten vor und zeige dir ganz genau, wie es funktioniert. Als erstes kopierst du einfach die Spur hier nochmal runter. Das heißt, wir legen uns eine neue Spur an und kopieren genau diese Spur hier nochmal runter, beziehungsweise ich brauche ja nur diesen Part hier, um den es hier geht, und das ist der in diesem Fall. Das heißt, ich habe jetzt genau 2 gleiche Spuren vorliegen. Das bringt mir jetzt erstmal nicht sonderlich viel, außer dass die Stimme lauter wird, wenn ich es jetzt hier ablaufen lasse. Und deswegen laden wir als erstes einen Pitch Shifter. Und mit einem Pitch Shifter können wir die Stimme verstellen. Du brauchst, um eine Stimme zu verstimmen oder Zweitstimmen zu generieren, jetzt nicht immer unbedingt ein teures Plugin wie Melodyne. Die meisten DAWs bieten dir tatsächlich eigene Plugins, mit denen du das super machen kannst. Das ist jetzt hier dieser Pitch Shifter, mit dem kann ich also Audiospuren verstimmen. Und wenn wir das jetzt erstmal zunächst so laufen lassen, ich habe jetzt nur diese kopierte Stimme hier solo geschalten, dann klingt das so. I love your game show. I love your movie. Was du jetzt hörst, ist die Originalstimme und hier steht 5 Semitones nach oben. Das heißt, ich höre jetzt also die Originalstimme und eine Stimme drüber, die 7 Halbtöne höher singt und deswegen klingt das auch ganz schön schräg. Wenn ich jetzt hier im Mix auf 100% gehe, höre ich nur die verstimmte Stimme und das klingt dann so. The show. I love your TV music show. Das sind also Halbtöne und über Sense kannst du hier noch ein bisschen nachverstimmen bzw. ein bisschen genauer regulieren, wie das klingt. Das kann sein, falls die Stimme sehr künstlich klingt oder falls es viele Artefakte gibt, dann kannst du hier nachstimmen. Und jetzt können wir hier 12 Halbtöne höher gehen. Dann sollte jetzt diese Stimme hier, diese Zweitstimme, eine Oktave höher singen als die Originalstimme, die ich jetzt auch mit dazu laufen lasse. I love your game show. Okay, das klingt jetzt für diesen, das klingt jetzt lustig, aber für diesen Part nicht unbedingt ja, wertvoll. Und deswegen möchte ich sie lieber eine Oktave tiefer verstimmen. Und dann hören wir mal, wie das jetzt klingt. I love your TV music show. Das klingt jetzt schon wesentlich besser, allerdings klingt die Zweitstimme irgendwie ein bisschen arg robotertechnisch. Und das können wir jetzt ein bisschen nachbearbeiten über die Sense hier. Das kannst du sehen wie ungefähr so das Formantenwerkzeug bei Melodyne. Und schauen wir mal, was wir da jetzt für ein Ergebnis kriegen. Das klingt jetzt schon wesentlich besser und gefällt mir ganz gut. Ich habe es jetzt im Moment noch so laut wie die Lead Vocals, das wollen wir natürlich nicht. Das können wir aber nachher noch leiser machen. Im zweiten Schritt lade ich mir jetzt ein Distortion-Plugin rein, um die Stimme noch ein bisschen abgedrehter klingen zu lassen, weil es klingt jetzt schon sehr robotermäßig, aber so ein bisschen warm und rund und einfach noch ein bisschen langweilig. Und deswegen lade ich mir jetzt ein Distortion-Plugin rein.
Da machen wir auch nicht lang rum. Wir nehmen einfach das Einfachste von Logic selber. Auch hier brauche ich jetzt nicht irgendein Plugin von Drittanbietern. Wie gesagt, in den meisten DAWs reichen dir wirklich deine internen Plugins absolut aus. Ich suche mir jetzt hierfür ein Preset raus. Ich glaube, Biting Distortion Medium hat immer ganz gut funktioniert. Und versuche hier einfach noch ein bisschen nachzustellen, dass es nicht zu krass verstimmt ist, aber dass wir schon noch mal ein bisschen mehr Schmutz in die Stimme hier reinkriegen. Das klingt jetzt schon besser und jetzt habe ich aber in den Tiefen hier, wenn ich es richtig gehört habe, ist ganz schön Alarm. Dann müssen wir wahrscheinlich noch einen Low-Cut-Filter setzen, damit es uns hier nicht verreißt hier in den Tiefen. Lassen wir weiterlaufen, können wir es hier beobachten. Hier siehst du es auch schon. Das klingt schon besser. Okay, hören wir uns das Ergebnis jetzt mal hier insgesamt an. Wie klingt das jetzt, wenn wir hier alles laufen lassen? Ich lasse die Stimme erstmal aus und schalte sie dann zu, damit du den Effekt hörst. Ich würde es jetzt in dem Fall so machen, dass ich einfach hier nur für den zweiten Teil diese Stimme nehme, dass es wirklich nur ein kurzer Part ist, der beim Zuhören nochmal so ein bisschen Aufmerksamkeit generiert. Jetzt interessiert mich deine Meinung. Hast du mit diesem Trick schon mal gearbeitet? Ist das was für dich oder ist das totaler Stuss, was ich hier gezeigt habe und klingt einfach grässlich? Ist auch immer zum gewissen Maß natürlich immer Geschmackssache. Schreib es mir bitte mal gerne unten in die Kommentare. Falls du dich dafür interessierst, wie man moderne Vocals abmischt, komplett von vorne bis hinten, dann empfehle ich dir unbedingt dieses Video. Da erkläre ich dir das ganz genau. Und vergiss nicht, dir das PDF Vocal EQ runterzuladen, indem ich dir zeige, wie du in 5 einfachen Schritten den EQ für deine Lead Vocals perfekt einstellst. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!